Hallo, meine Lieben. Große schlechte Sache ist passiert. Ich habe schön aufgenommen und dann gerade zum Ende der Aufnahme kam ein Bluescreen. Oh Gott. Es ist so ärgerlich, ganz ehrlich. Es ist so richtig ärgerlich. Was ist passiert? Fangen wir mal hier oben an. Was ist hier oben passiert? Minus 134 stimmt im Leben nicht. Also, schaut mal hierher. Wir haben hier Larbo. Ja? Da ist die Dyson-Sphäre. Upgegradet auf Stufe 2. Das Bild davon mache ich auch als Screenshot. Ja, ist auch schon in Auftrag gegeben auf die nächste Stufe und die bringen uns richtig Geld. Deswegen da oben, das kann nicht sein. Wir hatten 1900 plus, als ich das letzte Mal geguckt hatte. Ja, dann haben wir unzählige Flotten ausgehoben. Flotten und hier auch eine Armee, um diese kleinen Scharmützler hier wegzumachen von denen. Dann haben wir gekämpft im Tyrion-System und wir haben den Sky-Tempel erobert. Und das war eine Schlacht. Und wenn man sich's mal genau überlegt, ja, wenn man sich's mal genau überlegt, mit was wir gekämpft haben und mit was die kämpfen, boah, schaut euch mal das an: kleiner dunkle Materie-Deflektor. Infinitium-Panzerung, boah, die sind halt ausgerüstet. Es ist einfach schlimm. Aber hier, was haben wir hier drauf? Die Xenomorph-Armee, oh Gott. Wir sind die Bösen, eigentlich. Wir sind die Bösen. Und das müsste man normalerweise moralisch ächten, dass wir... Also wir waren immer die Guten. Und jetzt kommen wir mit solchen Viechern an. Ja, die sind einfach abartig. Leute, abartig sind die. Naja, gut. Und das sieht man halt nicht, wie abartig die sind. Das lässt der Fantasie viel Spielraum. Station sustaining damage. Ja, eine Mozi haben wir. Wir springen dann langsam wieder hier raus in 130 Tagen. Was haben wir hier? Das waren die Kristallwesen, die wir hier vernichtet haben. Und da... Okay, also so viel hat es mir jetzt gar nicht gelöscht unbedingt. Und da sind wir jetzt rüber gesprungen noch mit diesem Forschungsschiff. Da mussten wir aber jemanden rekrutieren noch. Okay. Und ja, keine Ahnung. Wir nehmen ihn. Er springt mal hier rüber. Ja. Ja, haben wir auf jeden Fall die Hauptwelten. Haben wir jetzt erobert. Das Fallen Empires. Oh mein Gott. So. Freunde. Wir legen jetzt ein bisschen zusammen hier. Und treffen uns. Ich würde sagen, wir treffen uns mal hier. Ne, wir haben ja auch schon alles. Ja gut, okay, dann ist okay. Genau, der fliegt von Hand darüber. Der fliegt auch gut, dort werden wir uns auf jeden Fall treffen. Sehr gut, Strike Force Sphinx kann mal upgraden im Sysmark-System, ja. Fleet Enhancement supplied. Die möchten nach wie vor nicht mit uns hier in irgendeiner Form Frieden schließen. Tja. Ist natürlich blöd, gell? Wir kolonisieren. Oh, das. Ne, wird bereits kolonisiert. Construction project concluded. Haben wir doch schon lange einen Auftrag gegeben. Die Geschichte hier. Gut. Hier haben wir Scott und alles. Jedenfalls unsere. Spaceport sustaining damage. Wo denn? Wo sustaint da jemand Damage? Mega, schaut euch die Schiffe an, ey, brutal. Zuleko. Initializing hostile engagement protocols. Shipwreck studied. Fascinating. Wie viele? Ja gut, die haben schon so um die 1000 rum. Weiß nicht, damit so um die 1000 muss man rechnen.
Also Widerstand. Ja, rechnen wir dann auch damit. Ich suche gerade unsere Ursprungsflotte oder halt unsere Armee. Können wir so weit springen? Können wir nicht, oder? Können wir? Ehrlich? Awa, das haben wir doch alles geholt schon, oder? Tiralam. Springen wir vielleicht mal nach dort? Ah, das ist ja Tiralam. Ja, und was haben sie da jetzt für Armeen? Schwache Armeen. Das kommt uns hier gelegen. Legen wir zusammen und dann reicht es locker. Zur Befreiung von Tiralam. Ja. Wir holen nämlich uns alles zurück, was uns zusteht. Sehr seltsam ist halt eigentlich nur. Oh. Den können wir noch mitnehmen. Seltsam ist nur, dass die Schiffsflotten, die bekommen einen Malus, wenn die den Hypersprung machen, aber nicht so die anderen. Nicht so hier die Armeen, die kriegen keine Aktion. Ja, die haben hier gar nichts drauf. Oh mein Gott. Seht ihr das? Genetische Monsterarmee. Brutal, ey. Ja, Xenomorphe und genetische Monsterarmeen, da haben die Rakete gar nichts. Okay. Planetary Incursion Initiative successful. Haben die hier gar nichts zu melden. Commencing Planetary Incursion Initiative. Ja. Jetzt wisst ihr was. Ja, warten mal. Bis die Cold Squall Void Wings das Schiff hier niedermachen. Planetary Incursion Initiative successful. Oh. 7K, da ist er ja. Er ist da. Okay, alles klar. Also da erinnere ich mich auch noch dran, das hatten wir. Und das war aber, glaube ich, mit unserer Roboterarmee mit den Hall, als wir mit den Hall gespielt hatten. Da haben wir auch so abartig große Armeen gehabt am Schluss. Commencing Planetary Incursion Initiative. Ah. Oh mein Gott, schaut es euch an. Wie wir sie einfach niedermachen, aber auch gar nicht mal so stark. Die wehren sich ganz ordentlich und wir haben uns als erstes zurückgezogen, wohlgemerkt. Ja. Gut, das sind auch die Multics, gegen die wir kämpfen. Na, die haben halt auch gute Armee-Modifikatoren, muss man auch sagen. Die haben halt doppeltes Leben und so weiter. Also so schlecht ist er auch nicht. Und unsere Legierungen sind voll ernsthaft. So. 1,5, okay. Hier ist die zweite Garnison. Die Moral dieser Armee ist gebrochen. Okay. Na klar, war die Moral dieser Armee gebrochen. Wessen Moral wäre da nicht gebrochen? Initial colonization phase commencing. So. Tiralam. Ist das der Herrscher? Nee, arbeitsloser Spezialist, das wollen wir nicht so gern. Dass wir einen arbeitslosen Spezialisten hier haben. Und da fehlt uns eine Wohnung. Machen wir doch hin.
Genau, und T-Bug-Core ist natürlich saublöd, gell? Und einen arbeitslosen Arbeiter. Das wird einer davon, aber hier. Wo sind wir? Ah, Yolderun sind wir. Aber da sind die zu stark, gell? Ja, genau, das ist die Geschichte hier. Und Ladelikon. Haben wir jemanden in der Nähe davon? Gerade nicht, gell? Ich finde es gar nicht mehr. Wo ist das jetzt hier? Hier drüben. Ah, ist schon weit. Da kommen wir gar nicht hin, so ohne weiteres. Von der Seite. Ja. Egal. Dann springt mal hier rüber. Alles gut. Alles gut, so. Ihr springt mal dorthin. Hat nicht funktioniert, nochmal. Na, ihr reist dann halt dorthin, meine Güte. Ist doch okay. Initializing hostile engagement protocols. Gut, also ihr seht, unser Schlachtschiff tut sich hier richtig schwer. Okay, also es läuft auf jeden Fall alles. Es geht seiner Wege. So. Wie ist jetzt mit euch hier oben? Da wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, wie wir es machen sollten. Dann fliegt mal hier hin. Und danach dort landen. Und jetzt holen wir uns einfach alles, was wir kriegen können. Ich finde ja das Tolle, dass diese Monster auf unserer Seite sind und nicht gegen uns kämpfen. Das wäre ja wieder mal das allerletzte. Gut, wie lange brauchen die, bis sie da sind? 62 Tage? Na gut, gar nichts. Das ist ja gar nichts. Und können wir schon rausspringen? Wir können rausspringen, gut. Ich würde sie mal da lassen sogar. Ich würde sie sogar mal da lassen. Jetzt gehen wir auf die Ansprüche. Oh, da können wir noch einiges an Ansprüchen uns holen, oder? Das sieht doch ganz gut aus. Ach ne, da haben wir doch schon. Da haben wir doch schon Ansprüche. Okay. Ja, gut. Itraben, Foldora, alles wollen wir. Planetary Incursion Initiative. Schaut es euch an. Richtig brutal. Na gut. Die Agrarwelt Scott Prime. Planetary Incursion Initiative successful. Haben wir uns das angeschaut noch? Ich glaube noch nicht. Also in der letzten Folge hatte ich das an, also die es gelöscht hat, ja. Da gibt es den Vermesser. Das ist ein neues Relikt, das wir gefunden haben. Und das kostet keinen Einfluss, das kostet Credits als Aktivierungskosten. Und wenn wir das machen, wird unser Reich nach neuen Ressourcenvorkommen gescannt. Und das machen wir jetzt. Wir haben unseren Teil des Weltraums mit dem starken Abtaststrahl des Vermesserrelikts abgetastet und ein bisher unbekanntes Ressourcenvorkommen auf Aesir
4 identifiziert. Ah, nur auf Aesir 4. Moment. Moment. Das war das Relikt? Sorry, das war das Relikt? Und jetzt haben wir auf einem Planeten, auf Aesir 4, haben wir... Ey, Leute. Was für eine Verarsche. Da lohnt sich das Hinfliegen nicht mal. Toll. Gut. Das hier auch vernichtet. Alles gut. Setze ich jetzt die Transportflotte auf Itraben. Können wir dann jetzt die Flotte rüberholen? Ey, ich seh, hä? Ah, okay, ja, also das passt schon. Die beiden holen wir uns jetzt. Gut. Sauber. Und die anderen sind schon, ne? Tiralam Secundus. Habe ich jetzt die Flotte abgezogen? Ohne alles fertig zu machen? Ich meine, zuzutrauen wäre es mir ja auf jeden Fall. Moment, mal ein bisschen Päuschen drücken. Also zuzutrauen wäre es mir auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Die Kinetikwaffen haben wir erhöht. Alles klar. Geschmiedete Kristallplatten. Natürlich gucken wir uns die mal an. Und wir haben ein bisschen Legierungen, die wir verkaufen können. Und wir haben Mineralien, die wir verkaufen können. Sehr gut. So, und ein bisschen was eingekauft. Echt jetzt? So was Blödes aber auch. Commencing Planetary Incursion Initiative. Leute. Planetary Incursion Initiative successful. Das will ich doch hoffen. So. Ladelikon. Jetzt holen wir uns Kisak Eri. Aha. Planetary Incursion Initiative. Oh je. Research concluded. Er ist aber auch auf Stufe 9 inzwischen gewachsen. Auf Stufe 7. Und jetzt ist er auf 9, gell? Von 10. Boah, brutal. Unser guter General. Unser einziger General. So. Planetary Incursion Initiative successful. Gut, da sind wir. Wir schließen uns alle zusammen. Na, wobei, wir können uns ja den Spaß mal erlauben.
Wer ist gestorben? Der Gesandte ist gestorben, na gut. Und landen auf Tiralam Tertius. Mal gucken, ob wir da ohne General auch eine Chance haben. Ja, und hier, ja, es sind halt die genetischen Monsterarmeen, gell? Boah, Leute. Moralschaden. Ja. 30 bis 93, wir gucken mal hier. Die Moral dieser Armee ist gebrochen. Hier, kann sich in 11 Tagen zurückziehen. Hier, die Moral ist gebrochen. Der Schaden verursacht, reduziert sich um 75%. Boah. Niedrige Moral, Moral weg. Boom. Planetary Incursion Initiative successful. So einfach geht das. Und dann haben die Jungs Pech gehabt. Dann haben wir aber hier noch was am Laufen. Ja, und da geht's auch. Das sind halt die Monsterarmeen. Cool. Ja, hier, die 19. Die sind noch voller Moral. Mal gucken. Wie die jetzt abnimmt, heftig. Und jetzt ist rum. Keine Moral mehr. Thema erledigt. Und gute Nacht. Planetary Incursion Initiative successful. Mhm. So. Jetzt wird es aber vielleicht doch noch ein bisschen schwer. Jetzt gucken wir mal. Moral unserer Armeen. Moment, Armee Schaden. Wow. Pimi Rokoki, das wird unser General, der scheint mir sehr stark zu sein. Und ihr fliegt da hoch, passt, okay. Unterirdische Flüchtlinge. Kürzlich ist auf Vladelicon Prime eine große Anzahl Flüchtlinge des unterirdischen Aliensreichs aus ihren Tunneln geströmt, von einer kleinen Armee gejagt. Sie gehörten anscheinend einer Art religiösen Minderheit an und geben an, verfolgt zu werden. Sollten wir ihnen gestatten, sich unseren Kolonisten auf der Oberfläche anzuschließen, würde das die Herrscher des Reichs, aus dem sie geflohen sind, sicherlich verärgern. Würden wir der verfolgenden Armee aber erlauben, sie wieder mit in den Untergrund zu nehmen, werden sie ohne Frage hingerichtet. Lass sie sich uns anschließen, jo. Ein Drull per Fan wird erstellt. Die Beziehungen zu der unterirdischen Zivilisation wird sich verschlechtern. Oder wir lassen so, nee, die kommen zu uns. Die kommen zu uns. Oh. Und dann haben wir hier anschließend Eldarak, was wir holen. Commencing Planetary Incursion Initiative. Und jetzt haben wir zu viele Lebensmittel. Das ist doch immer was zu tun, oder? So. Oh, ist auch ein heftiger Kampf, aber die haben... Ah, das ist die Reserve da draußen. Ja, trotzdem. Nicht wirklich. Was haben die für Truppen? Die sind ja mega schwach. Ja. Wulhub-Bewohner. Okay. Und von uns ist noch niemand geflohen. Also, kann ich nur... Oh, haben die auch genetisch modifizierte? Gensoldatenarmee Wulhub. Okay. Das werden noch mit die stärksten sein, die sie haben. Research concluded. Nützt denen alles nichts, ja. Das sind auch die stärksten. Planetary Incursion Initiative successful. Okay, General Pimi Rokoki, neue Fähigkeit erlangt. Was für eine? Er ist ein Sesselgeneral. Eine schlechte, na gut, minus 10% Moral, minus 10% Armeeschaden. Dieser Anführer befehligt seine Truppen aus dem Hintergrund, möglichst weit von der Front entfernt, um sich nicht unnötigen Gefahren auszusetzen. Na, tolle Sache. Tolle Sache. Gut, mein Freund. Na? Beim Eldarak war die Geschichte, gell? Ja. Wir landen unsere Armee auf Eldarak. Unionen, Diplomatie, Geheiminformationen. Okay.
Nachbarkartenmodus brauchen wir auch nicht. So. So gehen wir mal hier voran. Okay. Das haben wir hier erobert. Stufe 9 ist halt schon richtig gut, gell? Was haben wir da erforscht? Die noch schnellere Geschwindigkeit. Perfekt. Ja, komm, machen wir mal was in der Richtung. Muss man auch mal was anderes machen. So. Zerstörter Materie-Dekompressor. Alles nett. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wo es hier noch irgendwas geben würde. Einen Planeten, aber was weiß ich schon. Oh, Terminal Ingress. Da kommen Sie immer gerne zum Terminal Ingress. Da stehen die richtig drauf. Okay, und go. Okay. Nächste Schlacht auf der Bergbauwelt. Mondax Retreat. Oh ja. Oh Leute. Bestochene Beamte auf Kulman Muck. Ehrlich. Minus 20 Stabilität. Auch wieder sau doof. Research Station offline. Wo denn? Planetary Incursion Initiative successful. Okay, perfekt. Und dann haben wir hier Abalpus, da gibt's nichts. Sulekro haben wir schon. Striking Hostile Station. Eldrock haben wir schon. Commencing Planetary Incursion Initiative. Dann gehen wir nach Pyrte. Planetary Incursion Initiative successful. Alles gut. Tja, Leute, was soll man dazu noch sagen? Haben wir schon alles hier in Anspruch genommen? Also, wir nehmen hier alles in Anspruch von den Midari. Commencing Planetary Incursion Initiative. Hier haben wir auch schon alles in Anspruch genommen. Da oben sind wir eigentlich noch relativ zurückhaltend. Gut. Commencing Planetary Incursion Initiative. Da alles läuft nach wie vor nach Plan. Jetzt haben wir Legierungen zu viele. Fleet Enhancements applied. Planetary Incursion Initiative successful. Ja, gibt es jetzt noch irgendwas, was von denen besetzt wird? Void Brood da oben. Planetary Incursion Initiative successful. Echt jetzt, da oben ist Void Brood? Oha. Und Waldhom, da haben die auch noch eine Station.
Na, die werden wir uns aber auch noch holen. Dyson-Sphäre verbessert, gell? Boah. 2K. Jetzt sind wir auf 2,5K. Labo-System. Und wir verbessern sie in Stufe, die nächste Stufe. Wisst ihr was? So. Für die letzte Folge. Wo es ja nicht geklappt hat, ja? Für die letzte Folge hätten wir die Dyson-Sphäre Stufe 3 genommen, 2 genommen. Jetzt nehmen wir aber als Titelbild Dyson-Sphäre Stufe 3. Oh Gott. So, meine Lieben, bevor mir jetzt wieder sowas passiert wie das letzte Mal, machen wir Schluss. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und in diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.